Ein Dino. Hallöchen, ich, Mönch Schnarchnase. Welchen Cartoon würdest du lieber sehen? Tom und Jerry. Welche Geschichte ist lustiger? Wie isst du normalerweise Wassermelonen? Okay. Du wirst von Dingen angezogen, die so bezaubernd sind. Nein, das stimmt nicht. Wie kommst du denn immer da drauf? Du bist mit Enthusiasmus bei der Sache und hast keine Angst vor ein bisschen Chaos. Ja. Okay, dann analysier mal bitte. Dieser Karton ist der süßeste und niedlichste. Seine Reinheit und... Ja, Kätzchen und Welpen kann kein Mensch widerstehen. Doch, es soll ein paar geben. Süßeste und niedlichste. Also ich habe da jetzt im ersten Moment nur an Tom und Jerry gedacht. Dies ist die Geschichte mit dem subtileren Humor und den komplexeren Beziehungen. Leute, die diese Wahl treffen, sind vom Offensichtlichen schnell gelangweilt und keine großen Fans von Slapstick. Für dich müssen Komödien mit menschlichem Drama vermischt sein. Du bist vom Typ Essen mit Genuss. Du haust gerne rein und es stört dich nicht, dich ein wenig schmutzig zu machen oder die Kerne auszuspucken. Möglicherweise rülpst du sogar gerne laut. Eher nicht. Du verstehst es definitiv, dich zu amüsieren. Hey, da ist er wieder. Das ist Dr. Therapeut. Wenn du nach Hause kommst, kann ich dir ein paar neue Dinge zeigen. Okay. Schieß los. Dann werfen wir doch mal einen Blick auf deine Persönlichkeit, hm? Okay, los. Okay. Ja. Nein. Ja. Ja. Okay, stark und selbstbewusst. Analytisch und logisch, ja. Ja. Du hast ein ungewöhnlich reines Herz wie ein Kind. Du denkst nicht über Romantik nach, doch andere verlieben sich trotzdem in dich. Du bist warmherzig, kannst aber auch tough und beschützerisch sein. Wenn nötig, kannst du kämpfen. Du bist aber nie gemein. Das stimmt, das ist wirklich wahr. Ich habe so ein bisschen zwei Seiten an mir. Sowohl, ich bin eigentlich so ein, ja, Kuschelteddy, kann man sagen. Ja, meiste Zeit. Aber wenn es jemand wirklich drauf anlegt und es wirklich will, kann ich einem Menschen wirklich sämtliche Knochen brechen. Und zwar ohne mit der Wimper zu zucken. Das sind so, ich habe so richtig krasse Gegensätze in mir. Ja, auf einer Seite so, okay, ich bin sozial kompetent, ja, bin ein netter, höflicher Mensch, aber wenn eben irgendwas passiert, beispielsweise wenn jetzt in meiner Familie irgendwas passiert oder was weiß ich, ja, irgendwas Krasses passieren würde oder so, wäre ich auch in der Lage, einen Menschen sämtliche Knochen zu brechen und zwar ohne, dass es mir vielleicht hinterher leid tun würde. Ja, also ich habe so wirklich krasse Gegensätze. Ich kann sehr wohl auch ein sehr aggressiver Mensch sein. Graziöser Typ. Du bist ordentlich und sehr gut organisiert. Außerdem bist du höflich und behandelst andere mit Respekt. Du akzeptierst Lob nur, wenn du es verdienst. Richtig. Bist auf ordentlich und sehr gut organisiert. Das stimmt, ich bin eigentlich eher mehr so chaotisch. Aber ich bin höflich und sehr respektvoll. Und Lob, wenn ich es verdiene, ja. Sonst werde ich eigentlich auch nie gelobt. Okay, warte. Nee, du solltest... Okay, warte, ich gehe nochmal durch. Komm zurück. Okay, und noch mehr Fragen beantworten. Also anscheinend geht das jetzt hier erstmal die ganze Zeit weiter mit... Fragen beantworten, bevor wir in... andere Welten gehen können. Meine Stimme kratzt ab. Na gut, aber wo haben wir denn jetzt? Sind da jetzt noch mehr freigeschaltet worden? Hier ist noch was. Ein
Hase. Ich, Mönch, schlechtes Essen. Okay. Welche Szene interessiert dich mehr? Was denkt der Roboter in dieser Szene? Auf rotes Objekt zielen, zerstören. Was ist wirklich der Sinn des Lebens? Warum sieh mal einer an? Ein Ballon mit Augen. Ich bin hin und her gerissen. Entweder die Mitte oder das untere. Oh no. Für welche Art von Charakter würdest du dich in einem Fantasy-Rollenspiel entscheiden? Dragon! Okay, schieß los. Du liebst Fantasy, ja, das hatten wir. Du bist gut in der Lage, das große Ganze zu sehen. Dir fällt es leicht, neue Dinge anzufangen, beschäftigst dich aber nicht so gern mit Details. Naja, mal so, mal so. Diese Gruppe ist eigenartig und faszinierend. Die leuchtenderen Farben stehen für mehr Energie und die Szene deutet einen leisen Konflikt an, der stärker auf eine Hintergrundgeschichte verweist. Diese Auswahl zu treffen bedeutet, dass du sehr neugierig bist und merkwürdige und provokative Handlungen magst. Du bist vom nachdenklichen und philosophischen Schlag. Tiefgreifende Fragen bewegen dich und du schweifst oft in deine eigene Welt ab. Du sehnst dich danach, etwas Bedeutungsvolles zu tun. Richtig. Ähnlich wie der Zauberer steht der Drache für magische Macht, aber das Schlüsselwort hier ist Macht. Wenn es zu irgendwelchen Kämpfen kommt, willst du der Größte und Stärkste überhaupt sein. Außerdem zieht dich der Nervenkitzel des Fliegens an, genau wie die Schönheit und das Geheimnisvolle von fantastischen Geschichten. Burg. Hey, ja, ja, jetzt muss ich ja erstmal suchen. Ich halt auch immer Ausschau, ob hier irgendwas dann mal wieder freigeschaltet wird, aber das ist doch alles überall Schlösser davor. Jetzt irgendwas übersehen? Ich kann nichts mehr machen. Muss ich jetzt den Rest kaufen? Wow, das war ein sehr geiles angespielt. Weil den Rest muss man kaufen. Anscheinend. Wir gehen mal schnell die Post durch. Ja, okay, das haben wir ja schon. Hier ist Zombini. Dieses verflixte Huhn. Hühnchen, macht mich noch? Verrückt, warum habe ich dich nicht um einen Hund gebeten? Was? Ruhe jetzt, Huhn! Ich versuche gerade QT3 einen Brief zu schreiben. Hey, ich muss los. Okay, leg los. Hi, QT3. Ich wollte dir nur sagen, wie nett es war, dich kennenzulernen. Ich wünsche dir viel Erfolg und nochmal liebe Grüße an Ballon. Ich werde euch beide nicht vergessen. Hallo, mein Roboterfreund. Vergiss nicht. Schau ab und an auf deinem Heimatplaneten vorbei.
das habe ich ja schon. Okay, aber jetzt so, mehr. Also mehr hier machen kann ich nicht. Ich müsste ja das dann echt kaufen. Schau nochmal schnell auf dem Heimatplaneten vorbei. Maden helfen dir dabei, den nächsten Level zu erreichen. Warum Maden? Weil sie mein Lieblingsessen sind. Okay. Ich kann hier ein bisschen dekorieren. Dann dekorieren wir jetzt mal ein bisschen. Was mag der denn? Den habe ich auch noch nichts rausgefunden. Schauen wir mal. Mechanische Sachen sind cool. Yay. Du bist mein bester Freund. Hier für dich. Thanks, Buddy. Du hast alle Planetengeschenke gefunden. Unglaublich. Ja, da bellt sogar mein Hund. Schüttle wiederholt den Wireless-Controller, um deine Erschütterungskraft einzusetzen. Neige den Wireless-Controller nach links und rechts, sodass die Charaktere umfallen. Ups. Einmal hier. Musste das unbedingt sein? Ja, oh Spaß. Okay, aber ansonsten... Ansonsten können wir anscheinend hier nichts mehr machen. Also das war... Ja, gut, es war trotzdem angespielt, weil es natürlich noch sehr, sehr, sehr viel mehr zu entdecken gibt. Das war falsch. Allerdings muss man sich das kaufen. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich kann nicht verstehen, wieso muss man sich das kaufen? Ist das jetzt mehr so echt? Will jetzt Sony echt so, dass Leute sich das jetzt alles kaufen und das alles durchzuspielen? Ich meine, gut, es wird wahrscheinlich jetzt nicht so teuer sein, aber... Du bist Level 3, Blecheimer. Ein Engel der Liebe. Nun gut, wenn es nicht mehr zu entdecken gibt, zumindest was man jetzt so machen könnte. Ich weiß auch gar nicht, wie lang das jetzt geworden ist. Ja, ich denke mal, sollte aber so um die 5 Parts mehr auf keinen Fall werden. Länger möchte ich ihn angespielt nicht werden lassen.
Mehr gibt's aber anscheinend wirklich nicht. Den Rest muss man sich kaufen. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Hätte ich mir jetzt eher von Sony gewünscht. Die würden das Ganze... ja... komplett verfügbar machen. Oder... ich muss... da fehlen mir ja noch vier Geschenke, ne? Vielleicht muss ich die Welten komplett abschließen? Man weiß es nicht. Nee, halt. Ich wollte ihn wieder so zu seinem Vater schleudern. Da, genau. Süße Dinge. Okay. Lass mich hier nochmal schnell mit irgendwas schenken. Ob man Hotdog mag? Das ist das Süßeste, was ich je gesehen habe. Yay. Warte, ihm möchte ich eine Fledermaus geben. Ich liebe Fledermäuse. Ja, nämlich in der Hoffnung, die würden mir dann noch ein Geschenk geben. Du bist schön. Oh, so romantisch. Yay, yeah, von dir kriege ich aber eins. Überraschung, ein Geschenk für dich. Fehlen nur noch drei. Was könnte ich dir Gutes tun? Ich liebe Herzen. Und auch er hat ein Geschenk für mich. Fehlen nur noch zwei. Halt, auf jeden Fall hier, halt. Oh. Okay, I'm sorry. Was willst du dann? Hast süße Dinge. Was ist damit? Die hasst mich gleich. Ja, sehr, sehr schwerer Patient hier. Ja, je furchterregender, desto besser. Nice. Okay, also furchterregender. Du kannst mich nicht erschrecken.
Fee bekomme ich bestimmt auch dann geschenkt. Und? Oh, what the fuck? Komm schon, gib mir ein Geschenk. Nö. Gut, ich... Ja, zwei fehlen noch. Welche Beziehung ist denn noch nicht so ganz auf dem... Höhepunkt? Ich hasse Geburtstage. Was willst du denn dann? Ah, er liebt Herzen, hat er gesagt. Okay, lass mir ein... Warte, da ist noch eins. Ja, fast. Ja, passiert auch noch was, wenn ich eins doppelt? Ja, oder so. Gut, also von ihm gibt's nichts mehr. Wie sieht's hier aus? Nein. Dann habe ich keine Ahnung, wo hier noch ein Geschenk rausspringen soll. Fällt mir nichts mehr ein. Okay, das soll es jetzt gewesen sein. Ich möchte das jetzt hier nicht noch länger hinaus zögern. Irgendwie, ich wollte nur gucken, wie das mit den Geschenken aussieht. Ich finde sie jetzt leider nicht. So, das soll mein angespielt zu Doki Doki Universe. Ich vergesse immer den Anfang von dem Spiel. Doki Doki Universe gewesen sein. War crazy, wirklich total crazy. Am Anfang... Aber es ist einfach mehr so ein Test. Ja, mehr so ein Persönlichkeitstest, kann man sagen. Und ja, ich finde es ganz nett gemacht. Aber ich persönlich muss sagen, ich werde mir jetzt dann nichts im Store kaufen dafür. Um da jetzt irgendwie mehr Fragen zu beantworten. Um jetzt... Ich meine, jeder kennt sich doch selber am besten, ja. Und da hat er jetzt auch nicht mal alles gestimmt. Mit vielen hatten sie schon recht. Aber alles hat da jetzt eben auch nicht gepasst. Es ist... So zwischendurch jetzt hier mal kurz hier, zum Zocken gewesen, war es gut, ja. Aber ich würde es halt, wie gesagt, ich sehe es nicht wirklich ein, jetzt dafür irgendwas jetzt zu kaufen. Ich muss mal gucken, wie viel das überhaupt kosten würde. Aber ja, da finde ich, hätte Sony schon das ganze Spiel rausrücken können. Und jetzt nicht so, ja, und das musst du kaufen, und das musst du kaufen, und das musst du kaufen. Weil ich glaube ja, das ist die... Vollversion, die im PS Plus war. Hoffe ich zumindest, ja, doch, glaube ich schon. Wie gesagt, finde ich ein bisschen schade.
Euch habe ich einen kleinen Einblick verpasst in das Spiel und wollte das auch selber mal jetzt ausprobieren. Und ja, wen es interessiert hat, der hat auch noch ein bisschen was über mich mit erfahren. Ja, wie gesagt, alles hat jetzt da nicht gepasst. Aber ja, ein paar Sachen waren schon richtig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. War mal was komplett anderes. War vor allem jetzt auch mal mit Facecam. Was ja eher selten eigentlich vorkommt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns oder hören uns in einem anderen Projekt von mir wieder. Bis dahin, ciao!